In unserem Stromnetz werden die Karten derzeit neu gemischt. Denn es ist viel Neues am Start. Wärmepumpen, die Strom verbrauchen, Photovoltaikanlagen, die Strom erzeugen und Elektroautos, die künftig sogar dabei helfen könnten, das Stromnetz zu stabilisieren. Auch ganz normale E-Auto-Besitzer wie Walter Breitbach. Wenn zu viel Strom im Netz ist, kann ich ja den Strom aufnehmen und dann dem Netzbetreiber wieder zur Verfügung stellen, wenn Strom benötigt wird. Zu dieser innovativen Idee später mehr. Wie steht es eigentlich um unser Stromnetz? Wird es künftig ausreichend Strom geben? Das Netz stabil bleiben? Wir sind in Boppard im Hunsrück. Hier fährt Walter Breitbach schon seit Jahren elektrisch. Wir laden unseren Strom, den wir selbst produzieren, vom Dach in die beiden Autos. Und das von März bis Oktober fast komplett. Das heißt, wir fahren 100 Kilometer für ungefähr 1,50 Euro. So günstig fährt kein Verbrenner. Auch das Zuhause der Familie hat der 62-Jährige komplett auf erneuerbare Energien umgestellt. Los ging es 2019 mit einer kleinen Balkonanlage. Dann kam eine Photovoltaikanlage auf dem Dach dazu, ein Stromspeicher sowie eine Wallbox zum Laden des Elektroautos. Inzwischen hat Breitbach auch eine Wärmepumpe zum Heizen mit Strom. Im Sommer haben wir kaum einen Netzbezug. Da reden wir von ungefähr 10 Kilowattstunden im Monat. Und jetzt der Herbst wird natürlich schon so sein, dass wir nicht ausreichend produzieren und Strom zukaufen müssen. Breitbach ist Stromverbraucher und Erzeuger zugleich. Damit hilft er der Energiewende, sorgt im Stromnetz aber auch für Probleme. Wenn die Sonne scheint, erzeugt seine Photovoltaikanlage auf dem Dach viel Strom auf einmal und speist ihn ins Netz ein. Wie viele andere private Anlagen auch. Bei bedecktem Himmel oder abends ziehen Wärmepumpe und E-Autos Strom aus dem Netz, und zwar viel. Das sorgt für Schwankungen im Stromnetz. Noch größere verursachen Solarparks wie dieser in Mettendorf in der Eifel. Mit 200 Megawatt der größte in Rheinland-Pfalz. Um ihn Ende 2023 anschließen zu können, musste der Betreiber viel Geld in die Hand nehmen. Für ein eigenes Umspannwerk und eine 30 Kilometer lange Kabeltrasse, so der Projektleiter. Der Netzausbau hier in der Region ist nicht so weit fortgeschritten, dass man die Anbindung der erneuerbaren Energien gewährleisten kann. Das ist historisch bedingt und darauf muss man sich einstellen. Die Netzbetreiber sind natürlich dabei, den Ausbau voranzutreiben, aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr langer Zeitraum, in dem das erfolgen muss. Die rund 50 Verteilnetzbetreiber in Rheinland-Pfalz brauchen nicht nur mehr Zeit, sondern auch eine Menge Geld für den Ausbau, beispielsweise für Umspannwerke. Annette Obatzka von Westenergie erklärt, wo es derzeit noch hakt. Einen PV-Park zum Beispiel realisieren Sie in 2 Jahren. Der Netzausbau braucht mehr Zeit. Sie brauchen für die Verstärkung oder Modernisierung 5, manchmal bis zu 8 Jahren. Und so haben wir tatsächlich eine Energiewende der 2 Geschwindigkeiten. Doch was müsste sich tun, um die Geschwindigkeiten anzupassen? Dazu fragen wir im Energieministerium nach, das vor kurzem Akteure wie Netzbetreiber, Industrie und Stadtwerke an einen Tisch geholt hatte, um die Planungen abzugleichen. Wir haben eigentlich als Landesregierung hier keine rechtlichen Hebel in der Hand, haben aber gesagt, wir versuchen es mal zu vernetzen. Es gab natürlich schon noch ein paar Unternehmen oder einige, die gesagt haben, ja, wir möchten da nicht unbedingt mitmachen, ist vielleicht auch ein Geschäftsgeheimnis dahinter. Der langsame Netzausbau kostet uns Verbraucher viel Geld. Auch weil Netzbetreiber immer wieder Produzenten abschalten müssen, wenn zu viel Strom im Netz ist. Anspruch auf Vergütung haben sie trotzdem. Wenn sie zum Zweck der Netzstabilisierung abgeregelt werden, bekommen die Betreiber den größten Teil trotzdem erstattet. Wenn diese Systemkosten zu hoch werden, verlieren wir die Akzeptanz für die Energiewende. Denn wir Verbraucher zahlen Netzentgelte, die ein Teil des Gesamtstrompreises sind. Im Moment gibt es einfach nur diese Finanzierung über die Netzentgelte. Und die geht wirklich sehr stark nach oben. Deswegen muss man sich was politisch überlegen, sodass die Netzentgelte eben nicht weiter steigen. Strom ist nicht nur für uns Verbraucher teuer, sondern auch für Unternehmen wie ThyssenKrupp Rasselstein. In Andernach wird Verpackungsstahl für die Lebensmittelindustrie produziert. Dadurch hat Rasselstein den größten Stromverbrauch im nördlichen Rheinland-Pfalz. Technikvorstand Oliver Hoffmann hat Angst, dass er in Zukunft zu wenig Strom zur Verfügung hat.
Es gibt eine große Unsicherheit darüber, in welcher Form wir grüne Energie zukünftig nutzen können. Wir können ein Stück weit auf ein schwankendes Stromangebot reagieren. Machen wir freiwillig, weil wir auch ein Interesse haben, ein Netz zu stabilisieren. Aber in Summe sind wir darauf angewiesen, dass das Stromangebot auf einem ausreichenden Niveau konstant da ist. Dann können wir konstant produzieren. Dahingehend wünscht sich der Weißblechhersteller konkrete Zusagen der Politik, dass immer ausreichend grüner Strom vorhanden sein wird. Wir müssen wettbewerbsfähige Energiekosten auch auf dem Weg hin zur grünen Transformation haben. Wir gehen massiv in Vorleistung, aber am Ende des Tages brauchen wir eine konstante, sichere, stabile Stromversorgung und die muss bezahlbar sein. Bei der stabilen Versorgung könnten Privatleute wie Walter Breitbach künftig helfen. Wenn zu viel Strom im Netz ist, könnte er diesen in der Batterie seines Elektroautos zwischenspeichern oder wieder ins Netz abgeben und es so stabilisieren. Der Netzbetreiber kann darauf zugreifen, hat im Prinzip ein riesen Netz an Speichermöglichkeiten, auf das er zugreifen kann. Im Gegenzug dazu können ja fossile Kraftwerke abgeschaltet werden. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis das technisch eingeführt und per Gesetz geregelt ist.